Das Promi-Geflüster. Ein frohes neues Jahr, sage ich jetzt mal an alle Zuschauer da draußen, denn wir sind jetzt hier mit der ersten regulären Folge im neuen Jahr angekommen und ich habe eine reizende junge Dame bei mir jetzt im Interview. Ihr kennt sie. Sie war wirklich schon in vielen Musikrichtungen unterwegs und auch in vielen Sendungen zu sehen. Ann-Sophie, und sie ist zu Hause, wenn ich es jetzt richtig habe, in Hamburg im hohen Norden. Und ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen und auch ein frohes neues Jahr in diesem Fall. Hallo, danke, das wünsche ich auch. Ja, Hamburg, liege ich richtig, genau, das ist deine Heimat. Da muss man jetzt, glaube ich, gerade auch so fragen, habt ihr noch nasse Füße oder wie ist es mit dem Hochwasser? Ja, also es war schon viel Regen jetzt so die ganze Zeit, aber ich habe auf jeden Fall noch trockene Füße. Aber ich wohne auch im zweiten Stock, von daher. Alles klar, okay, na kann da in der Hinsicht nichts schief gehen. Ja, also kurz vor Weihnachten am 22. Da ist noch eine ganz neue, brandneue CD von dir erschienen. Die kam auf den Markt. Under My Skin, unter meiner Haut. Also wirklich Lieder, die unter die Haut gehen. Und das ist so ein Bogen, kann man sagen, von deinen Stationen der letzten 5 Jahre so ungefähr, ne? Ganz genau, ja. Ja, was findet man alles drauf? Was sind es für Titel? Was geht unter die Haut bei dir? Also, ich habe den, der Albumtitel ist inspiriert durch eine Single, die auf dem Album auch ist, die heißt Selfish. Und für mich ist es halt, ist Musik mein persönlichstes Tool, quasi über mich zu sprechen, über meine Gefühle, über meine Wunden, meine Verletzungen, aber auch über Hoffnung, den Glauben an sich selbst. Und Musik ist für mich immer einfach ein sehr stärkendes, ein sehr stärkender Prozess. Und deswegen fand ich den Namen für das Album und auch für die letzten 5 Jahre, in denen ich Musik veröffentlicht habe, sehr passend. Aber ja. Musik machst du ja eigentlich auch schon wesentlich länger. Sind auch wirklich so 3 Städte, die dich geprägt haben. Klar, Hamburg, London, New York. Der Chronologie her, wo müssen wir da beginnen? Ich glaube in London, oder? Da bist du geboren auch. Genau, ja. Ich bin in London geboren und insofern auch mit der englischen Sprache aufgewachsen. Ich fühle mich auch einfach zu Englisch extrem hingezogen. Deswegen schreibe ich auch auf Englisch, weil ich, wenn ich an Musik denke und an Gedichte schreiben oder an Geschichten erzählen, dann passiert das immer automatisch bei mir auf Englisch. Und dann bin ich in London geboren und habe da meine ersten 4 Lebensjahre verbracht und dann bin ich nach Hamburg gezogen. Nee, dann erst nach Frankfurt, aber dann nach Hamburg. Und in Hamburg habe ich auch die meiste Zeit meines Lebens gewohnt, mit der Ausnahme von 3 Jahren in New York nach meinem Abitur. Und das war eine sehr prägende und befreiende und coole Zeit für mich da. Ja, was war das Besondere in New York? Ich glaube, da bist du ein bisschen mit dem Jazz dann auch in Berührung gekommen. Genau, also zu Jazz hatte ich schon immer, habe ich mich schon immer hingezogen gefühlt. In New York, als ich angekommen bin, weiß ich noch, ich war irgendwie 3 Wochen da und bin angekommen und habe dann irgendwie, war sofort hungrig, so, okay, wo kann ich singen, wo sind die Jazzbars, wo kann ich mich auf die Bühne stellen und lernen und tollen Musikern zuhören. Und dann habe ich halt The Bitter End gefunden im Greenwich Village und da gab es eine Monday Night Jam Session und da habe ich dann sehr regelmäßig Jazz gesungen und war total im 7. Himmel. Okay, und auch sowas wird dann auf der CD auch zu finden sein, in die Richtung gehend, oder? Also ich meine Musikrichtung nennt sich Neo Soul. Man kann es auch als, also ich persönlich kann es auch als einen Mix aus Singer-Songwriter mit Jazz-Soul-Elementen, aber auch eben mit Pop-Elementen bezeichnen und beschreiben. Jede Musik, die ich schreibe, alles, was ich mache, ist immer irgendwie von Jazz inspiriert. Und
Ja, es bin einfach sehr ich und deswegen findet man das dann auch in meiner Musik wieder. Jetzt das Album Under My Skin ist aber schon, ist auf jeden Fall auch poplastig, aber es ist halt Poplastik, ja. inspiriert, genau, es ist halt immer inspiriert von dieser, Und dann ja. gibt es noch ein anderes Fach auch, wo natürlich auch dein schauspielerisches Talent dann zur Geltung kommt, das Musical. Genau, also ich wollte ja eigentlich nie Musical machen. Ich habe auch wichtig so für, also wichtig zu wissen, ich habe halt keine Musical-Ausbildung gemacht, ich habe auch keine Gesangsausbildung gemacht. Ich habe in New York eine Schauspielausbildung gemacht, weil ich irgendwie immer fand, ja, das fehlte mir irgendwie. Mit Singen habe ich mich immer viel selbst beschäftigt, mit Musik habe ich mich viel selbst beschäftigt, mit Tanzen habe ich mich viel selber beschäftigt. Aber zu Schauspiel hatte ich noch nie so einen Zugang. Und dann habe ich halt das Lee Strasberg Theater and Film Institute gefunden und da habe ich mich dann beworben und da war ich dann eben 2 Jahre. Und in der Zeit in New York habe ich aber auch angefangen, Musik zu schreiben. Also ich habe mir dann ein Keyboard gekauft und ja, in meinem Apartment angefangen, so zu versuchen, ja, wie schreibe ich denn Musik? Was kommt denn da so raus und wie geht das überhaupt? Und ja, es war super, super cool. Und den ersten Song, wo ich dachte so, okay, der ist jetzt mal vorzeigbar, den habe ich dann dem Saxophonisten von der Monday Night Jam Session gezeigt, wo ich immer Jazz gesungen habe in der Bar. Und er meinte so, cool, ich habe ein Studio, lass mal aufnehmen deine Musik. Und so kam das dann. Okay, sehr schön. Ja, und wie gesagt, hier die ersten 5 Jahre, wie gesagt, wo du Musik herausbringst, die sind jetzt eben nochmal sozusagen auf einem Album jetzt verewigt. Richtig. Ganz genau, ja. Ich sag, wir müssen es ganz kurz ansprechen, ein paar Stationen, die du ja auch durchlebt hast, sozusagen musikalisch durchlebt hast. Es war zum einen der Eurovision Song Contest, den du eigentlich ganz spontan oder ganz rein zufällig eigentlich jemandem zu verdanken hattest, ja, der zurückgetreten ist, nämlich der Andreas Kümmert, wenn man sich das jetzt nochmal zurückerinnert. Bist du ihm dankbar noch im Nachhinein? Also ja, das ist eine total wilde Erfahrung gewesen alles, weil das ging so schnell, da wurde das schon entschieden, dass ich das bin, da konnte ich gar nichts mehr Da zu ging sagen. gar Also, nichts mehr, okay. nee, da ging gar nichts mehr, da wurde mir schon das Mikrofon quasi in die Hand gedrückt, mein Song fing an und dann ging es halt los. Für mich war das eine super schwierige Situation. Ich habe seine Entscheidung total respektiert. Ich glaube auch, dass sie im Endeffekt sehr, sehr gesund für ihn war. Also er wusste halt, wenn er das jetzt macht, dann wird es ihm damit nicht gut gehen. Aus seiner Erfahrung heraus. Und ich, ja, ich bin da ja überall so reingeschlittert, Ja, klar, ich ne? meine, das, wie gesagt, sind auch ganz neue Erfahrungen dann und so. Und dann vor allen Dingen alles so schnell, ne? Naja. Genau, ging total schnell. Ich total jung, total Ja. unerfahren, war einfach so, okay, wow. Und ja, so schnell konnte ich gar nicht Aber gucken. da Da geht dann, glaube ich, dann schon das Herz flattern los, oder? Das kann man mir gut vorstellen. ja, aber ich muss wirklich sagen, also mit dem Alter, haha, flattert das Herz immer mehr tatsächlich. Also Echt? Okay. ich war früher, klar, ich war aufgeregt, aber meine Freude war irgendwie immer so viel größer, dass ich irgendwie dachte, also ich habe das nicht so extrem wahrgenommen. Ich weiß auch Okay, noch, dass ich okay. vorm Auftritt beim ESC war ich aufgeregt, aber ich war auch doch recht, schon auch entspannt. Ich glaube, das wäre ich heute vielleicht nicht mehr so, aber das weiß ich auch nicht. Es ist immer unterschiedlich. Na klar. Gut, dann eine weitere Station war dann natürlich auch The Voice of Germany, gell? Ja, Genau. genau. Was hast du da mitgenommen für dein weiteres musikalisches Leben sozusagen? Ja, also für mich war ja die Zeit beim ESC und vor allen Dingen auch danach sehr schwierig. Ich hatte sehr wenig Kontrolle über das Outcome und war einfach danach komplett verloren. Und dann war es halt immer so, egal wo ich mich beworben habe, war ich immer die vom ESC. Und ich bin ja. Also der ESC ist mittlerweile halt ein relativ kleiner Teil, der meine Geschichte ausmacht. Und ich wollte einfach
mich im Fernsehen nochmal zeigen als die Künstlerin, die ich bin und die ich auch schon immer war und die halt in New York in Jazzbars stand und gesungen hat. Und deswegen wollte ich nochmal meine Geschichte erzählen. Und deswegen bin ich zu The Voice of Germany gegangen. Und es war eine super heilende und super schöne Erfahrung. Also ich bin auch immer noch befreundet mit den Leuten von The Voice. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Ich habe einfach ja nochmal eine Chance bekommen, mich so zu zeigen, wie ich mich zeigen wollte. Und auch wenn das alles aufregend war und ne, das auch in sich hat sozusagen, ist ja nicht unbedingt alles sehr entspannt. Das ist auch, ja, auch mit Druck verbunden und so. Aber ich hatte trotzdem ja einfach die Möglichkeit, nochmal zu zeigen, wer ich bin. Und das war für mich super, super schön. Und ich konnte danach das so richtig loslassen, was alles beim ESC war. Und mittlerweile, ja, gucke ich einfach drauf zurück. Es ist auch cool, das auf dem Lebenslauf zu haben und so und das gemacht zu haben und die Erfahrung gemacht zu haben und aber auch irgendwie wieder das Gefühl zu haben, ich habe mir meine Stimme wiedergeholt und mache das, was mich glücklich macht. Ja, wunderbar. Ja, gut, dann gucken wir mal natürlich nach vorne, 2024. Was stehen für Projekte da an? Wo geht's da weiter? Was sind für nächsten Ziele oder die nächsten Ziele, die du dir vielleicht steckst für 24? Also ich arbeite derzeit an meinem absoluten Traumalbum. Ich habe jetzt habe auch schon im letzten Jahr, also im November war das bei diesem Magical Winter Wonderland, was hier in Hamburg war, saß ich super viel einfach am Computer und habe meine ganzen Demos aufgenommen und habe meine ganzen Songs geschrieben, die ich schon immer, also an denen ich schon immer arbeiten wollte. Es gibt da ein paar Songs, die sind schon ja recht alt, aber die wollte ich schon immer teilen und ich habe alles überarbeitet und habe ja mich richtig hingesetzt, habe Kerzen angemacht und habe einfach meine Traummusik geschrieben und daran werde ich weiterarbeiten. Und die anderen Ziele, über die kann ich noch nicht so sprechen. Ich glaube, da passiert noch einiges im Stillen. Okay. Ich bin aber total gespannt und aufgeregt und ja, nur viel kann ich dazu noch nicht sagen. Ja gut, da werden wir uns dann bestimmt im Laufe des Jahres dann vielleicht doch hoffentlich dazu nochmal hören. Aber wie entstehen dann bei dir die Titel so? Machst du dann Melodie zuerst oder erst einen Text oder ist das ganz unterschiedlich? Ist total unterschiedlich. Für mich manchmal wache ich morgens auf mit einem ganzen Song im Kopf. Das hatte ich jetzt neulich, vor 2 Wochen. Da bin ich aufgewacht und alles war fertig. Da bin ich nur noch ans Klavier gegangen, habe die Akkorde ausgecheckt und dann habe ich das ganze Ding runtergeschrieben und aufgenommen. Wenn das passiert, das ist super cool. Dann ist man aber auch so ein bisschen so, huch, wo kam das jetzt her? Aber das ist halt beim Songwriting immer so ein wahnsinnig spiritueller Prozess. Also das sage ich auch immer so. Da verliere ich mich komplett. Ich weiß auch gar nicht, also es ist wie so eine Öffnung, die durch den Kopf, also okay, alles von oben so reinfließt. Und manchmal habe ich aber auch einfach eine Emotion in mir und dann setze ich mich ans Klavier und spiele Akkorde, wo ich finde, das passt irgendwie. Und dann entsteht daraus eine Melodie und die Melodie bildet dann bei mir den Text. Es war bis jetzt sehr selten so, dass ich erst Text schreibe. Ich fange schon immer erstmal mit den Akkorden an und mit der Melodie und vor allen Dingen versuche ich, das Gefühl melodisch zu erfassen. Und daraus entsteht dann der Text. Bist du da ganz alleine für dich gestellt oder gibt es auch noch jemand, der dich da ein bisschen mit unterstützt oder Tipps gibt oder weiß es nicht? Ist da das kommt drauf an. Genau, es gibt unterschiedliche Szenarien. Also ich schreibe auch Sachen mit anderen zusammen. Ich schreibe aber auch ganz viel alleine. Also die Musik, die ich jetzt vor kurzem, die ganzen Demos, die ich aufgenommen habe, die habe da zumindest text- und melodiemäßig fast alles ich, also nee, alles ich geschrieben. Aber es gibt auch auf meinem Album Under My Skin gibt es halt auch Titel, die habe ich mit meiner Produzentin zusammengeschrieben und noch mit einem anderen Kollegen. Genau, ich glaube, das ist total wichtig, dass man, ja, dass die Türen immer offen sind. Aber ich, wenn man an einem Song arbeitet, weiß man auch, oh, dieser Song, nee, der muss komplett aus meiner Feder stammen. Oder man sagt, nee, der braucht es noch, dass die und die Person noch mit dran arbeiten. Genau, und so hangelt man sich dann durch den Dschungel.
Wo werden denn die ersten Hörproben dann? Wer kriegt die zu hören? Geht man in Clubs, Bars oder nur unter Freunden oder bevor es dann an die Von. Öffentlichkeit kommt? Oh, das weiß ich noch nicht. Das muss ich, Oder das. wie war es davor sonst? Die, wenn ich bis jetzt, also eigentlich nur meine Produzentin und die Okay. Leute, die mit dran arbeiten, und natürlich ganz privates Umfeld, denen ich das schon mal zeige, um auch zu gucken, wie finden die das so, wie ist die Reaktion, genau. Aber das mache ich meistens erst, wenn es schon fast fertig ist. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst kann das total verwirrend sein, wenn man so halbfertige Songs zeigt, weil dann auch dein Gegenüber ja gar nicht weiß, was willst du noch fertig machen. Und deswegen versuche ich immer, alles so weit fertig zu machen, wie ich denke, dass es richtig ist oder wie ich denke, das ist jetzt fast fertig. Und dann würde ich das besprechen. Aber ansonsten ist es ein sehr, so ein Hin- und Hergebounce Ja, zwischen klar. Und meiner dann kommt Produzentin und mir eben, zum Beispiel. genau, und dann kommt eben der Feinschliff noch dazu, ne? Genau. Genau, Ja. ja. Wie gehst du dann irgendwie mit Kritik um, wenn es dann auf einmal heißt, Mensch, eigentlich, nee, der Song gefällt uns gar nicht. Gibt sowas auch? Dass du dann sagst jetzt was, ja, mehr oder weniger, vielleicht umsonst oder. Es gibt einen coolen Spruch, ich muss kurz überlegen, noch von, ja, von Rick Rubin, das ist ja auch ein sehr erfolgreicher Produzent, der, ich sage es jetzt auf Englisch, weil er es auch auf Englisch gesagt hat, if everyone likes your art, you haven't gone far enough. Okay. Und das finde ich total wichtig, weil ich glaube nicht, dass ist, dass man es schafft, jeden Menschen auf der Welt mit seiner Musik zu überzeugen. Weil Kunst ist etwas sehr Persönliches und manche spricht es an und manche spricht es nicht an. Und für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich erwarte von niemandem, dass der meine Musik mögen muss. Wenn er sie mag, freue ich mich total. Wenn meine Musik den Menschen was gibt, dann macht mich das sehr, sehr glücklich, aber die dürfen natürlich auch Titel, die ich mache, auch nicht so cool finden. Das ist absolut okay. Ich finde ja auch nicht alles gut. Also deswegen, ich glaube, das darf man nicht so persönlich nehmen. Ganz genau. Es ist ja auch wie mit den Bildern. Wir haben so einen Maler, Künstler, wir haben so Künstler allgemein. Nicht jedes Bild spricht einen an. Das ist ganz klar, ne? Logisch. Absolut. Und wir brauchen ja auch diese Vielseitigkeit und die Genau. Vielfalt vor allem. Also wir brauchen ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Ich meine, wenn wir ja alle irgendwie gleich wären, wäre es ja auch irgendwie langweilig. Das wär, glaube ich, ein ganz großer Fehler. Genau, Gott Ja. sei Dank. Ich sage immer wieder, einmal, der eine liebt die Klassik, der andere liebt die Popmusik, der andere hört vielleicht nur die Blasmusik oder wie auch immer. Ne? Und das ist auch Ja. gut so. Und eine gute Mischung. Ne? Richtig. Absolut. Jetzt kommen wir dann nochmal ganz kurz. Es macht ja natürlich auch noch was aus. Das CD-Cover als solches. Ich blende es gerade nochmal hier ein. Wer sucht da die Fotos aus oder sagt, dieses Bild kommt jetzt vorne mit drauf? Ich. Gibt es Ich niemand? mach. Also, ich weiß, manchmal sind es ja so Plattencompanies, die sagen: Hier, wir suchen es aus, das muss drauf und das ist das Richtige und nur so. Ja, das ist der Vorteil, wenn man Independent Artist ist, was ich ja bin. Ich bin halt der Chef. Also ich sag, das möchte ich und meiner Grafikdesignerin schicke ich dann eben oft ein paar unterschiedliche Bilder, die ich mir vorstellen kann fürs Cover und dann soll sie ein bisschen was designen und dann schickt sie mir das zurück und dann höre ich meistens auf mein allererstes Bauchgefühl. Also das Cover war ein Beispiel von 10 Stück. Okay. Und das habe ich gesehen und da wusste ich schon sofort, that's the one. Das ist es, jawohl, sehr Ja. gut, okay. Ja, und speziell in Schwarz-Weiß gehalten, oder? Ja, ich liebe Schwarz-Weiß. Ich finde Schwarz-Weiß zeitlos und das, ja, ich finde es einfach zeitlos. Und ich finde dann, das ist immer, das wird immer gut aussehen. Und das ja, gefällt mir sehr. Prima, prima. Also, ja, da
kann man jetzt wirklich nur für die Best-of sozusagen, eigentlich ist es ja eine Best-of, kann man sagen, oder so die letzten 5 Jahre, oder? Ja, also Wie für mich ist es ja auch, also meine EP Void, das war ja das erste, was ich veröffentlicht hatte nach dem ESC. Das hat ja total lang gedauert, bis ich mich dann wieder gesammelt habe und überhaupt ja, wieder aufgestanden bin nach dieser ganzen Erfahrung. Und diese EP ist ja auch auf dem Album drauf. Und wir haben ja, meine Produzentin und ich seit 2019 einfach bis 2021 Musik, 2023, Moment. Muss ich kurz überlegen. Nee, meine Produzentin und ich haben von 2019 bis 2021 Musik gemacht und dann sind ja noch zwei weitere Titel von einem anderen Produzenten und mir noch drauf, die auch in der Zeit veröffentlicht worden sind. Genau, und ich fand es halt einfach so wichtig, dass also ich wollte diese ganze Musik nochmal bündeln und da sie alle total zusammenpassen, dann doch, haben sie super auf ein Album gepasst. Und es ist tatsächlich auch so, und das merke ich auch in den Streams, die ich eben beobachte, Menschen hören das dann echt doch noch mal mehr. Die machen sich gerne ein Album an. Und ich finde das total cool, weil die Titel echt noch mal so neue Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, man kann sagen, es ist ein Best-of, aber man kann auch sagen, es ist einfach eine Collection. Es ist eine Collection von Songs seit 2019 und von allem, was ich selbst gemacht habe seit dem Jahr. Collection klingt sehr gut. Doch, das lassen wir, glaube ich, ans Collection stehen. Doch, 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 doch. Auf Ja. alle Fälle. Ja, also nächstes Jahr, wie gesagt, oder beziehungsweise 24, man ist immer noch so Anfang des Jahres, denkt immer noch das nächste Jahr, ne? Also Ja. 24 sind wir gespannt, was Neues mit dem neuen Album passiert. Und wenn es soweit ist, dann gerne wieder melden. Stellen wir gerne hier in unserer Promi-Geflüster-Sendung vor. Auch Versprecher kommen vor, das lassen wir aber stehen. Ja, natürlich. Und ja, wenn man jetzt noch von dir ein bisschen mehr erfahren möchte, wo kann man denn dich finden? Social Media mäßig bist du da auch vertreten und ja, das Internet nutzt man ja, denke ich mal, als Künstler sowieso auch, oder? Ja, genau. Also Instagram ist meine Lieblingsplattform. Das heißt, da bin ich glaube, am besten erreichbar sozusagen, auch vom Posten her. Kann man mir folgen auf @AnnSophie Music. Ich habe auch eine Website, die heißt www.annsophie.love und ich bin natürlich auch auf Facebook und auf X und auf TikTok und auf jetzt Threads. Also ich bin überall, wo man als Künstler sein muss, bin ich auch. Ja. Genau. Und du antwortest dann auch jedem, der hier sich irgendwie meldet und was wissen möchte. Ja, also wenn ich es schaffe, ich lese die Nachrichten auf Instagram und ich schaffe es nicht immer allen zu antworten, beziehungsweise nicht immer allen sofort. Manchmal dauert es auch Alles einfach ein klar. bisschen. Ich gehöre aber auch zu den Menschen, die hochsensibel sind und für die Instagram und so sehr schnell sehr anstrengend wird. Das heißt, ich kann da gar nicht so lange Zeit drauf verbringen. Das habe ich über mich gelernt, dass das ja, dass es für mich einfach immer sehr viel ist. Deswegen muss ich mir das immer gut einsortieren. Aber ja, man kann mir auf jeden Fall da schreiben und ich antworte auch. Ja. Okay. Machst du auch gelegentlich dann mal so Livestreams sozusagen, so ja, Fragen, Antworten von den Fans direkt beantworten? Ja, mache ich auch. Also ich mache oft ein Q&A in meinen Stories. Also da kann man mir dann Fragen stellen. Livestream habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht oder habe ich auch manchmal gemacht. Ich finde es manchmal ein bisschen komisch, irgendwie vor dem Computer zu sitzen und dann die ganzen Fragen da zu lesen und dann Stimmt, irgendwie, stimmt. also es fühlt sich auch manchmal, es ist auch cool manchmal, aber ich finde es auch manchmal ein bisschen viel. Genau, am liebsten habe ich es eigentlich, dieses Q&A, dann kann ich schriftlich darauf antworten. Aber vielleicht sollte ich mal wieder ein Live machen. Boah, gelegentlich. Man, gerade Ja, wenn man vielen ein Dank für die neues Produkt hat Inspiration. oder so, dann glaube ich, da macht es dann am meisten Sinn. Ne? Ja, genau. Ja, gut, dann haben wir doch schon einiges über dich erfahren und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir für 2024 dir alles, alles Gute, dass deine Wünsche Dankeschön. alle so in Erfüllung gehen.
was du dir Danke. vorgenommen hast. Und ja, dann kann man nur sagen, herzlichen Dank den Zuschauern. Ich Danke bedanke fürs mich. den Zuschauern, danke fürs Zuschauen und dir eine ganz, ganz gute Zeit und viel Erfolg mit dem aktuellen Album. Dankeschön. Also, bis dann. Bis dann, alles Gute. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.